Ja. Eieiei. 35, 35, 1, 35, 2, 35, 3. Gott, ich muss ja wirklich jede Minute einmal warten oder so, ey. Ja, es ist irgendwie merkwürdig. Flint Also dürfte wir haben hier jetzt immer auch sein wieder letztes. technische Probleme. Das Ja, nächste Mal machen wir also. das einfach live. Also wir Flint hat machen nicht wieder Assassin's Replays. Shrouds. Replays sind Ja. scheiße. Replays mache ich nur noch alleine. Ja. Da stört es keinen, wenn es laggt. Auf jeden Richtig. Fall, ja, also jetzt sind wir gerade in einer wenig Phase des Spiels. Warbys mit dem Steam Staff. Okay, ich weiß immer noch nicht, was war das nochmal für ein Item? Also, was der sich bauen will. Incendiarius. Ah, okay. Ah ja, Okay. baut sich schon Incendiarius. Das ist auch gar nicht so Ja. schlecht, wobei wahrscheinlich ein Shrunken Head irgendwie besser gewesen wäre. Besonders in der Phase jetzt, also. Ja, Incendiarius ist eigentlich ein Item, das holt man sich so früh wie möglich. Alter, ich glaub's nicht. Kevin, wie Echt? oft bist du jetzt schon gecrashed? 5, 6 Mal? Ja, mindestens. Cool. Naja, Accursed holt sich gerade eine Shaman Cetrus, das ist natürlich ein sehr gutes Item. Ja, und hat sich auch eine DD geschnappt und jetzt kommt der. Wow. Das ist die Accursed. beste. Was? Was macht der Swiftblade? Swiftblade wirbelt, Accursed macht seine Ulti an und kloppt alle nach unten. Finn Beastwood Ulti auf Witchslayer, aber Swiftblade springt durch die Gegend. Ein sehr, sehr schöner Stun vom Witchslayer, aber trifft irgendwie mit seinem Ulti nichts. Keine Ahnung, auf jeden Fall kommt Doch. hier Magmus von hinten rein, versucht seinen Ulti zu challengen, schafft er sie durchzukriegen. Ja, der Ulti kommt durch. Finn Beastwood geht jetzt wahrscheinlich down. Finn Beastwood stirbt. Hat er noch einen Stun? Hat er noch einen Stun? Ey. Ja, Pyromancer geht auch down. Du bist ein Miststück. Ja, ich weiß. Was für ein offensichtlicher Kill-Steal. Dieser Kill wäre ja ganz offensichtlich. Stell mal die Minutenzahl, ich muss da auch wieder mitkommen. 37, 37, 1, 37, 2, 37, 3, 37, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, also ein Push in der Midlane. Ich denke, die Baracken werden hier nicht mehr sehr lange stehen. Da, ja doch, Legion ist ziemlich gut gefeedet. Und ja, auf jeden Fall, wenigstens eine Baracke geht hier down, falls Gauntlet uns jetzt nicht alle in den Brunnen reinhuckt. Das wäre natürlich. Oh, das würde ich doch niemals tun. Ich würde euch doch nur mit Pebbles reinchucken. Oh, Kevin ist schon wieder gecrashed. Damit wären wir, glaube ich, schon bei 8. Ich glaube, das kann ich heute vergessen. Nee, ich glaube, das ist bei dir nur wirklich mit Replays. Weil du den Hotfix nicht hast. Oder wie auch immer, was für ein Fix. Ja, Hotfix schon. Weil Kevin jetzt sich da nicht für nötig hält. Ja, also wann sehe ich denn schon mal Replays? Im Prinzip nie. Welche Minute nochmal? 38,4. Auf jeden Fall Ja, haben wir hier okay. gerade einen dicken Teamkampf, der schon seit 5 Minuten läuft. Soul Reaper geht down, aber Magmus stunt noch rein, tötet tatsächlich noch den Wobbys mit dem Smackdown. Fucking awesome bin ich. Und Na. kriegt sich raus. Ja. Und das war's dann. Und ich werde in ICQ angeschrieben, aber das wird jetzt effektiv ignoriert. Finn Beastwood hat seinen Invis-Teil und möchte Ja. wahrscheinlich Initiation auf den Witchslayer machen. Was? Traut sich dann aber doch nicht. Und Swiftblade mit dem Supermove. ja, er hat ja gerade hier alle abgehalten. Halt, bei welcher Minute sind wir jetzt? 38, 38. 40, 41, 42, 43, 44, Ja. 45, 46. Magmus hockt bei 2700 Gold rum aus irgendwelchen Gründen. Kevin bei 2300, also Ja, Witchslayer. du bist doch jetzt wieder bei deiner Taktik. Ich brauche nichts mehr. Ich behalte mein Geld jetzt nur noch für Rebuy oder Buyback. Nein, das stimmt gar nicht. Meine Taktik in diesem Spiel war, ich brauche nichts mehr, also kaufe ich mir einen Frostwolf Skull. Ach ja, genau. Genau, das sind meine zwei Taktiken. Entweder das Spiel ist knapp, ich kaufe nichts mehr, ich spare für Buyback, oder das Spiel ist nicht knapp, ich kaufe nichts mehr, ich kaufe mir einen Frostwolf Skull. Ja. Ja, weil Frostwolf Skull ist das ultimative Item. Ja. Fast so cool wie ein Portal Key. Ja, aber ansonsten ist jetzt wieder eine der wenigen ruhigen Phasen des Spiels. Alle Teams versuchen wenigstens ein wenig ihr Farm zum Laufen zu bringen. Ja. Und das ist wahrscheinlich eine der Phasen, wo halt Leute meinen, sie wären Carry, wie zum Beispiel Swiftblade, wo er einfach jetzt mit Autotext die Creeps Waves und 3, 4 Hits kaputt macht und meint, ja, oh, das ist Carry sein.
Ja. in so einem späten Stadium Creepwaves killen können. Also Boah. Leute, wenn ihr nach 40 Minuten eine Ruined Eggs und zwei von euren drei Dingern für einen Stuff of the Masters habt, dann Was erstens übrigens voll scheiße ist. haut euch selber mal dick in die Fresse für die Idee, einen Stuff of the Masters auf Swiftblade zu kaufen. Und zweitens, nein, ihr seid nicht Carry, deswegen, ihr habt 105, nein, wie viel Gold pro Minute hat der? 250 sogar, also fast viel. Ja, sag ich ja. Oh, das sieht Jetzt. nach einem Gank auf der unteren Lane aus. Ja, und hier kommt der Ja. Stun von Magmus. Hat er irgendeinen Follow-up? Ja, Bitch, der kommt, aber es wird knapp. Kann er noch den Stun durchbringen? Oh, Ja, er er hat bringt natürlich getroffen, den hat Stun. getroffen. Und da kommt Ja. das Da Mini. kommt der Taunt auch. Ja, aber aus dem Mittel. Au, Hat er Magmus dead immer wurde noch viel durch zu den Wald. schnell. Er Er ist haut mit durch den Wald Vollmundhir. ab. Er hat sich Oh. weggeblinkt. Magmus versucht zu stunnen, aber es wird natürlich nichts. Was will man noch machen? Deadwood ist einfach zu schnell im Wald. Das ist sein Ja. Element. Ja. Während Pyro noch sein Stuff auch gekauft hat, also irgendwie kaufte jeder hier den Stab des Meisters. Ja. Ist ja auch sehr beliebt, weil wer hat es nicht gerne, dass sein Ja. Ulti gebufft wird? Ja, und besonders bei Pyro, ne, da er ja ein Codex oder so nicht viel mehr Schaden macht. Ja, oder ein Potki. Aber ein Kodex lässt deine Flammen nicht blau leuchten. Du musst immer noch den Boah. visuellen Effekt betrachten. Ja, Der dann sollte frühstehende aber auch sein Skadi. Dragonfire und so, auch blau sein. Außerdem, wofür gibt's Mods, Kevin? Wo steht ein Skadi, dann leuchtest du auch blau und deine Ja. Angriffe sind blau. Hier kommt der Channel von Magmus Oh, und bringt oh, oh, es das, rein. das. Trifft er was? Ja, er trifft das halbe Team. Es geht auch schon zur Hälfte down. Ja, na gut, wobei, die haben eine ganze Menge Leute. Kevin crasht mal wieder. Aber ein Haha. sehr, sehr schöner Gauntlet-Ulti. Zerstört Pyromancer nur noch. Und hier kommt der Swiftblade-Ulti. Frisst sowohl Flint Beastwood als auch Warbeast auf. Und Magmus blinkt sich irgendwo in die Leere. Hat er noch einen Stun? Hat er noch einen Stun? Nein, der blinkt sich weg. Und ja, ich glaube, das war's hierfür. Und Währenddessen kloppen nur. sich noch Swiftblade und der Cursed unten und da kommt auch schon wieder Deadwood. Ja, aber hier kommt auch wieder Backup vom Gauntlet. Rotten Crasp sitzt nur auf Deadwood, nicht auf Swiftblade, aber Swiftblade rennt aus irgendwelchen Gründen rein. Deadwood versucht abzuhauen, wir in der Zwischenzeit pushen. Magmus und Soul Reaper, die Midlane, versuchen die Baracken zu kriegen, werden sie wahrscheinlich auch da. Einfach, dass selber im Also Team eine zu weit weg zumindest. ist. Ja, wenigstens die Range Barracks gehen down. Tun sie auch. Vielleicht. Ja, und das war ja Der mal Stun auf Drop dem Zone. Deadwood sitzt und er geht down mit plus 1040. Ja, Soul ist mein. Boom. Boom, Chakalaka. Währenddessen verliert Legion einen Tower in der Toplane. Nein! Ja, Durch Creeps. Creeps sind overpowered übrigens. Und schon der zweite Conceit Ward. Oder der dritte, ich war ja nicht eine Minute da. Ich glaube, Ja, zweite. welche Minute haben wir jetzt? 42, 36, 37, 38, 39, 40. Okay, Alter, fuck. ich war schon 5 Sekunden wieder weiter. Was ist los bei dir, ganz ehrlich? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, Ja, das ist in den Spielen bei dir nicht genauso. mein Horn ist einfach ein bisschen gechillter wie eures, okay? Ich Ja. bin halt nicht so hektisch, deswegen habe ich auch immer nur 70 Ach so, du HP. bist nicht hektisch. Okay, jetzt habe ich's. Aha. Deswegen kann er ja auch hier so Sachen wie Tundra spielen. Also wenn hier einer hetzt, dann bist du ja wohl Also, cool. sobald das Video hochgeladen ist, wirst du merken, dass mein Tundra aus Box auf alle Einheiten Rechtsklick auf dem Gegner besteht. Ja, deswegen sag ich doch, deswegen kannst du den ja spielen. Ja, klar, ich meine, Und es auch funktioniert. Carries, das ist ja auch nichts anderes als A und Rechtsklick. Ja, aber ich kann auch Mac, muss. Ja. Ja, das ist nichts anderes als Steuerung, W und dann Ach, Ruhe. nochmal Q. Also es ist alt und weh. Ja, okay, alt, hast recht. Und ja, irgendwie laufen alle sinnlos rum und farmen ein bisschen. Ja, wir machen hier gerade irgendwie ins Team Jungling. Ja. Aber Magmus holt sich jetzt sein ultimatives Item, glaube ich. Nein, doch nicht. Oh, so Gold. Da liegt kleine Item. Magmus hat 370 Gold pro Minute. Boah, So viel ich hast du auch meistens mit Carry, Doch. ey. Ja, Doch, sag ich wenn doch, so ich. viel hast du meistens mit Carry. Ach so, ja, ich habe gedacht, ich habe verstanden nicht. Ja, ich meine, ich sag doch, Magmus ist Hardcore Carry. Ihr habt alle nur keine Ja. Ahnung. Ja, hier sowas wie Volcanic Touch ist ja halt richtig die Carry-Fähigkeit Nummer 1 als Volcanic Attack Touch. Refire. Er ist gerade eben geskillt. Ja, deswegen sage ich ja, das macht den ja auch zum Carry. So, ja. Hallo, Ja, wer. 90 Damage pro gekilltes Creep. Ja, das kann ich auch gut in der Lane mit Harrison. Ja. Egal, auf Und jeden jetzt Fall, hast das du ist. Frostwolf. Ja, das Juhu. ist das ultimative
Mac muss equip. Ghost Marcher, Portal Key Thruster vom Step of the Masters. Ja. Eigentlich müsste dein Hammer jetzt normal sein. Ja, der ist jetzt gefreezed. Ach, Nee, vergiss so ein es. blauer Hammer müsste jetzt sein, das wäre viel cooler. So wie Swiftblades klingen. Ja, Alter, so. So wunderschön Ey, leuchten. oh, er hat seinen Staff fertig, ist der nicht, Bro. Ja, und Kevin hat schon wieder gegraced. Also komm, Kevin Digga, ist das nur Spiel ist, glaube ich, gegraced. eh gleich aus. Ja, also ich kann ja noch Kommentare geben zu dem, was ihr einfach sagt. Ja, Gauntlet haut gerade mit Conga aus und jetzt kommen die anderen auch. Naja. Und hier kommt. Und ja, Warbeast das. versucht wahrscheinlich das Ganze hier zu unterbrechen. Nein, er stellt sich nur in die Nähe. Wie alle anderen auch. Das kommt davon, wenn man keinen Podkey hat. Aber doch, hier kommt der Stun von Pyromancer. Magmus ist, steht in allen drin. Stunt. Niemanden bisher? Stunt noch was! Nein, er bevorzugt es, nicht zu stunnen. Deadwood springt rein. Hier kommt aber der Swiftblade Ulti. Und ja, ich glaube, das war's irgendwie. Ja, Kevin wird runtergeharrist von Flynn, der doch ein bisschen Schaden macht. Ja, Magmus natürlich channelt macht den er Schaden. Ulti, blinkt sich rein. Und stunt immer noch nicht? Doch, doch, jetzt aber, jetzt gestunt, gut. In der Zwischenzeit versucht Flynn Beastwood abzuhauen. Der ganze Teamfight hat mich sehr irritiert, weil ich irgendwie nie gestunt habe. Naja, gut, ich meine, zu dem Zeitpunkt sind wir uns alle ziemlich einig, dass das Spiel aus ist. Ja. Ich meine, ab dem Zeitpunkt, ab dem dein Magmus dein Warbeast solo killen kann, kannst du davon ausgehen, dass das Spiel aus ist. Oh. Das würde ich jetzt nicht so Tja, behaupten. gut. Das war jetzt unser erster Versuch, einen Replaycast zu dritt zu machen. Das machen wir nie wieder, oder? Naja, Ja, also nicht also Replay. Kevin. Ja. Außer wir. Ich weiß nicht, ich habe kein Also. einziges Mal gecrashed. Ihr braucht ja nicht den Hotfix. Ja, Hotfix ich und hab ihn Mods ja. raus. Das Ja. hilft. Ja, gut. Und bis Ja, dahin. das war's jetzt. Gute Und Nacht und gute Schlacht. ja, warum denn? Ach, das Du lassen wir jetzt kennst einfach halt dabei. nichts. Du kennst einfach nichts.